So, Freunde der Süße, servus, willkommen, Let's Play DayZ, Modifikation für Armor 2, ihr kennt das Ganze schon, ich bin der Nickels, online unterwegs, heute mit kleinem Special quasi. Wir befinden uns auf einem DayZ Chinarus PvP Server, das heißt, so wie hier, überall stehen Fahrzeuge und die sind auch in der Regel komplett repariert, einsatzbereit und man startet mit Waffen und dann geht quasi auch schon los. Hier stehen auch ganz gerne jetzt am Rand auch mal ein Helikopter zum Beispiel. Kann alles hier aufkreuzen. So, komm. Ich will doch als... Ich will nicht als ein Back, ich will als Fahrer rein. Du Driver Seat. So. Komm, gib ihm. Na komm, fahr los, Junge. Wie langsam ist das Ding denn bitte? Oder es braucht einfach nur lange, um auf Touren zu kommen. Kann ja auch sein. Ja, es ist... braucht offensichtlich eine Weile, bis es auf Türen kommt. Naja, gut. Von mir aus auch das. Huben. Jetzt habe ich natürlich mein Handy nicht leise gemacht, aber ich habe jetzt auch keine Zeit. So ein Server bietet haufenweise What the fuck-Momente. Ja, also überall werden hier Spieler kommen und gehen und. Oh, da ist ein Polizeiauto. Aussteigen. Get out. Get out, guys. Und gleich mal in die Polizeikarre und mal ganz kurz auf die Map gucken. Wie gesagt, ganz gerne stehen auch mal Helikopter hier rum. Ne, PDW wollte ich jetzt eigentlich nicht. Weapon Enfield, bitte. Danke sehr. Und dann da rein. Ja, 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 ja. Und Driver Seat. Jetzt komm, ja. Auf dem Feld super langsam die Karre. Aber dafür... auf richtigem Gelände, also auf Straße, wunderbar zu benutzen. Der Server ist voll, 60 Mann, ja. Also wir sind jetzt echt auf die Fresse eigentlich nur. Das ist so der Hintergrund bei diesem ganzen Server-Ding hier. Der heißt auch PvP-Server, also der ist wirklich nur dafür da, um sich gegenseitig auf die Fresse zu geben. Der hat jetzt sonst nichts anderes Besonderes. Und ich würde mal gucken, ob ich nicht vielleicht 2-3 Kills hinkriege, falls ich sterben sollte. Kann ja passieren, logischerweise, ist klar. Dauert es halt ein kleines Sekündchen, müssen wir wieder respawnen, aber unterm Strich passt das eigentlich schon ganz gut. Komm, gib ihm. Das wäre natürlich dumm, hier aufs Feld zu fahren. Ich weiß nicht, also Autosteuerung bei DayZ und bei Arma, es ist immer ein bisschen, das ist ein bisschen, sag ich mal, ne? Das ist immer ein bisschen komisch. Oh, da ist zum Beispiel ein kaputter Heli neben uns. Hier. Auch gut, der ist Schrott, den können wir nicht benutzen. Das Ding ist auch Schrott, können wir auch nicht benutzen. Da lag eine Leiche, oder sogar zwei Leichen, okay. Die können wir auch nicht benutzen, wer hätte es gedacht. Die können wir einfach nicht benutzen. Erstmal bei dem Polizeiwagen. Lol, okay, das Auto steht in der Luft, auch gut. Dass man bei dem Polizeiwagen nicht einfach auf die Sirene schalten kann, finde ich ein bisschen schade. Oh ja, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist echt ein bisschen öde. So, weiterfahren. Kurz mal ein bisschen bremsen. Und nein, wir sehen nirgendwo eine Helikopter. Eine kleine Maschinchen, möchte ich sagen. Nee. Die würde man nämlich auch sehen. Die würde da irgendwo angezeigt werden, dass irgendwo ein Yui steht oder sonst irgendwas. Auch Kampfjets gibt es hier auf der Map. Also man ist hier echt vor nichts sicher. Ich war da eine ganze Weile nicht mehr drauf. Was natürlich schade ist, aus meiner Sicht hinaus. Aber ja, mein Gott. Passiert halt, was soll's. Ich versuche jetzt erstmal zum Balotta Airfield zu fliegen. Bin natürlich in Kamenka gespawnt, wie man es halt so kennt, ne? Das ist natürlich am wenigsten los. Und mit ein bisschen Glück steht da ja ein Helikopter und dann kann ich vielleicht... Ich brauche auch nichts Großartiges in die Orienten, sehe ich schon auf Wolke. Yui oder sowas, das würde ja schon vollkommen reichen. Und man hat auch ein bisschen alles abgeändert. Da steht zum Beispiel eine Feuerwache beim Flugfeld von Balotta, die man ja erkennen kann. Ganz hinten eine Rauchwolke, alles relativ uncool. Oh. Offroad. Offroad brauche ich nicht. I don't need Offroad. I need a Helikopter. Please. That would be really great. Oder wenigstens so ein Geländejeep, das ich über Straße, halb, über Feld halbwegs gut fahren könnte. Das wäre natürlich der Hammer. Und durch da! Oder auch nicht durch da, okay. Get out, Junge!
Ja, ich bin irgendwie. Habe ich es jetzt geschafft? Ja, habe ich. Ich saß gerade irgendwie ganz komisch fest. Mysteriös. Gehe ich da rein? Nee, ich renne mal aufs Flugfeld. Mal sehen, was so abgeht. Ich habe natürlich meine Enfield dabei und dann kann mir eigentlich gar nichts passieren, so richtig. Also überhaupt gar nichts. Ich bin ja vollkommen sicher quasi. Gucken wir einfach mal, was hier so groß abgeht. Immer schön laufen, machen und tun. Laufen, laufen, laufen. Da hinten steht irgendein komisches rotes Auto. Okay. Teilweise sind hier auch Automodelle dabei, die ich noch nie in Daisy gesehen habe. Ist auch im Rennen. Das ist so ein Offroad-Ding. Sehr gut. Oh, da ist irgendwo was explodiert. Ungut. Da ist wieder ein Heli abgestürzt. Lustig. Hier sind Baracken. Finde ich da vielleicht eine geile Waffe drin? Kann ja sein. Man weiß es nicht. Einmal schnell abchecken. Oh, ich finde ein Zombie auf jeden Fall drin. Das ist nicht so gut. Dann will ich die schon mal auslassen. Lol. Zwei Schüsse. Komm, probier's. Mal hinlegen. Und oh, wenn da jetzt einer reinkommen will, war. Dann gibt's aber auf die Fresse. Der hat mit irgendeiner Maschinenpistole geschossen. Oder Maschinengewehr. Das war nicht die Uzi und auch nicht die. Lol, das war. Oh, fuck. Ja. Das war jetzt leider nur ein dummer Zombie, der nicht sterben will. Fuck, jetzt habe ich mich natürlich eingeschlossen. Das war jetzt immer nur Kacke. Oh, sau dämlich, Junge, sau dämlich. Ich Idiot. Versuche jetzt einfach mal hier raus, Junge. Renne. Oh ja, schon wieder was explodiert. Hammermäßig uncool. Und jetzt werde ich beschossen. Böse beschossen, böse beschossen, böse beschossen, böse beschossen, böse beschossen. Beine gebrochen, ich renne trotzdem weiter. Jetzt kann ich nicht mehr. Okay. Aber dir will ich noch eine mitgeben, Junge. Ich habe ihn Beine gebrochen. War geil. Und jetzt schießt er mir in den Kopf. Hammer uncool. Stirb! Ich bin auch schon tot, Junge. Hat mich erwischt. Da hat es mich erwischt. Aber irgendwie habe ich die Beine gebrochen und eventuell stirbt der jetzt auch von Zombies. Ich meine, kann er durchaus sein. Wer weiß. So, Disconnect. Nach dem Laden geht sofort weiter. Ich möchte es jetzt ersparen. Es geht zwar relativ schnell, aber bis gleich, Leute. BG. Willkommen zurück nach dem neu gespawnen. Gespawnt bin ich beim Croty Cup. Das ist hinten auf Sky Island. Und da ist ein Mann, okay, da ist ein Holt Hatchback, keine Ahnung, was für ein Auto das ist, echt gar kein Plan. Was ist das da hinten? Eine Burg, okay, hier sind auch Castles gelegt worden, so viel weiß ich auch, okay, okay, okay. Oh, ich habe gerade irgendwas anvisiert. Da. Holt Hatchback, dieses Ding. Mike, wer ist Mike? Jetzt nur Holt Hatchback, okay. Da wird jemand bei diesem Old Hatchback sein, würde ich mal sagen. Ich kann ein Auto. Da hinten ist ein Trecker. Der will mich umwandeln, der Bäcker. Hab ich getroffen? Ne, hab ich nicht. God is watching. Fuck. Mann, ich hab dich gesehen, dass du ausgestiegen bist, du Wichser. Lol, ich hab ihn erwischt. Ich hab den durch den Busch erschossen. Du bist Noob. Fuck Noob, fuck Noob. Was hat denn alles? Irgendwas Neues, was ich nicht hab? Naja, also ziemlich alles, was ich auch hab. Oh, da ist gerade ein Jeep langgelaufen. Okay. Und eine Granate hätte ich mir natürlich auch reinwerfen können, ne? Wäre auch mal eine Möglichkeit gewesen. Get in Tracker as Driver, Junge. Danke vor das Auto. Ich denke, ich werde jetzt mal dieses Auto kaputt fahren. Nee, ich nehme jetzt den Trecker. Und dann fahre ich mit dem Trecker gegen alle möglichen Bäume, die hier so sind.
Also das Motorrad, ich dachte, da stände ein rotes Schaf. Aber es war nur ein Traktor. Und dann werde ich einmal nach hinten gucken, nicht, dass da was kommt. Nee, sieht gut aus. Warten, bis jetzt ein schnelles Auto kommt. Und dann werde ich mal die Küsten nach oben fahren. Da ist ein schnelles Auto. Das ist ein GAZ, oder wie das Ding heißt. Das wird sich gleich geschnappt. Her damit. Ich glaube, das ist sogar so ziemlich das schnellste Auto, was du hier so finden kannst. Auf Channels überhaupt. In DayZ. Also ich bin mir da natürlich nicht sicher. Dann haben wir es, glaube ich, auch ziemlich schnell und andere Autos auch. Aber der hier ist on the road. Ja, da ist der schon verdammt schnell, Junge. Also der kann schon einiges mit sein, glaube ich. 120 ungefähr. Dann brennt es schon wieder, wenn jemand wieder mit seinem Helikopter abgestürzt hat. Irgendein scheiß Drecksnoob. Ja, 110 fährt er nur, da brennt aber eine ganze Menge. Es wäre geil, habe ich mir letztens überlegt, wenn du mit dem Heli abstürzt und der ist, umso voller getankt der ist, umso mehr brennt er. Boah, wie geil das wäre. Das wäre Realismus, wofür Amaya steht. Ich fahre jetzt einfach durch. Ja, da ist schön ein Helikopter abgestürzt. Hier liegt eine Leiche, rüberfahren. Penner. Frissen meine Reifen. Asshole. Nope, nichts Interessantes. Kurz vor Solnitschi bin ich jetzt mittlerweile, okay. Ich versuche halt ganz zum nördlichen Flugfeld zu fahren. Das noch über Berenzino liegt. Ich höre schon wieder Explosionen. Habe ich den Punkt gesetzt? Ja, habe ich. Okay. Oh, da ist ein Auto. Gleich mal rammen, sagst du? Daneben. Der hat gehupt. Ich habe nicht zurückgehupt. Ich fühle mich schuldig. Verdammt. Egal. 6700 Meter und dann geht los. Hat übrigens. Oh, da ist ein. Ist das ein Typ? Das ist ein Typ, glaube ich, gewesen. Hammer geil. Egal. Einfach weiterfahren. Zombie! Zang! Okay, das hat ihn irgendwie nicht wirklich interessiert. Na gut, dann nicht. Oh, gibt es irgendwas Neues zu erzählen während der Fahrt? Heute, also für euch gestern ist das, glaube ich, Mittwoch, ist Minecraft Season-Folge ausgefallen. Ja, konnten leider nicht aufnehmen. Sorry dafür, an dieser Stelle. Irgendwas Geiles? Nee. Sonst noch irgendwas Interessantes? Lasst mich überlegen. Eigentlich nicht. Ich habe ein Spiel vorbestellt für ein neues Let's Play von mir. Ja. Oh ja. Deadly Premonition läuft ja immer noch auf Hochtouren und täglich von Montag bis Freitag. Aber ich möchte noch ein anderes Spiel anfangen. Beziehungsweise ich möchte Deadly Premonition dann, wenn es soweit ist, pausieren. Weil Deadly Premonition kann durchaus ein bisschen länger dauern. Und ich will nicht sagen, dass mir momentan nicht so viel Spaß macht. Aber da ich Deadly Premonition, ich glaube, Deadly Premonition ist das erste Let's Play, was ich jemals gemacht habe, was ich nicht blind gemacht habe. Also sonst jedes Spiel kannte ich vorher nicht, konnte mich auf die Emotionen einstellen, musste spontan reagieren. Und bei Deadly Premonition weiß ich immer so größtenteils, was passiert. Und von daher ist das irgendwie immer so, gut, ist jetzt nicht ganz so geil. Und nämlich ist ein Titel, der am 7. Juni rauskommt, also wird am 7. Juni auch das Let's Play dazu starten, von Capcom, Remember Me. Ist so ein, ja, auch so ein bisschen Assassin-Stil wie Assassin's Creed vom Titel her. Spielt like Deus Ex zum Beispiel in the Future, also Cyberpunk-Universum. Auch sehr interessant dazu, natürlich, klar. Und zwar in Paris 2084. Und man ist ein Memory Hunter. Das Ganze ist so ein bisschen, wer den Film kennt. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, scheiße. Mitgespielt hat unter anderem, jetzt fallen mir auch die Schauspieler nicht, Total Recall, natürlich, Jessica Biel hat mitgespielt, Anthony Hopkins hätte ich jetzt fast gesagt, Farrell hier, Tim Farrell, auf jeden Fall Farrell, ich komme jetzt nicht auf den Vornamen, tut mir leid, ich weiß nicht warum, ein bisschen noobig gerade von mir, und hier, Kate, nee doch, wer ist denn hier aus Lost und aus Underworld? Kate Blanchett? Nee. Wie heißt die denn? Ich fahr zu weit, merke ich gerade. Fahr zurück, zurücksetzen. Und dann hier langfahren, glaube ich. Genau. Da langfahren und dann da abbiegen. Genau. Ansonsten sind wir groß in der Planung zur Gamescom. Wird auch, das wird hammergeil. Also,
mittlerweile ist es ja so, dass ich zu persönlich, also ich weiß nicht, wie es die anderen sehen, aber ich selbst gehe ja nicht zur Gamescom, um da ein Spiel zu spielen, weil, wenn ich mich, keine Ahnung, 4-5 Stunden lang für ein Battlefield, wahrscheinlich dann dieses Jahr 4 anstelle, um dann 10 Minuten zu zocken, bringt mir das nicht wirklich was. Da kann ich auch 2 Monate weiter warten, bis es dann im November, Oktober, September oder irgendwie so rauskommt. Ich finde einfach das Event an sich super geil. Also man geht da ja echt hin, man ist unter, in Anführungszeichen, unter Nerds, ja, unter genauso Verrückte, wie man selbst einer ist. Und man zockt dann einfach und scheiß auf alles und Hauptsache man hat da seinen Spaß. Und das ist halt das Wichtige. Und das finde ich auch mega geil einfach nur. Das ist wirklich so. Das macht dann auch riesen Spaß, einfach darum zu chillen, sich mit den Leuten zu unterhalten, neue Leute kennenzulernen oder überhaupt die ganzen, gerade als Let's Player macht man ja auch Projekte mit anderen Leuten und man ist im Let's Play Forum aktiv und kennt da die Leute und macht viele Kontakte, die man nur über das Internet kennt und dann ist das natürlich die Gelegenheit, viele Leute so mal kennenzulernen. Klar, auch Fachleute aus der Branche, mit denen mal zu sprechen, ein paar Wörtchen, egal ob es ein Let's Player sind oder irgendwelche Redakteure oder sonst irgendwer. Das ist schon alles immer ganz cool. Also das Event an sich zählt für mich, einfach rumlaufen, gucken, wo sind irgendwelche Fanaktionen, Cosplay, der ganze Scheiß halt, das ist einfach super geil. Einfach in die Stimmung reingehen, so ein bisschen wie Karneval immer. Ganz cool.